Was macht das mit Deutschland? Das, wofür das Time Magazine und die halbe Welt die Kanzlerin feiert? Dieselbe Frage an Zeit aus dem Mundschuh. Angela Merkel, die Kanzlerin der freien Welt, geehrt und gefeiert auf dem Titelbild. Was macht das mit Deutschland? Das bläht Deutschland erstmal ein bisschen auf. Und, ist schlimm? Ja, nein, es ist erstmal nicht schlimm, wenn sich Deutschland aufbläht. Aber wenn hinter diesem Stolz eine Konzeptlosigkeit steckt und hinter dem Lob gegenüber Angela Merkel ein Affekt, dann frage ich mich, ist das nachhaltig? Also kommt dabei wirklich auch was raus, was wir in 20, 30 Jahren so bewerten, wie wir es heute bewerten? Es geht, glaube ich, auch nicht um Angela Merkel. Das ist eine Person, das ist eine Kanzlerin. Es geht um unser Land. Es geht um das, was wir mit all den unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, auszudiskutieren haben und ob wir da auf einen Konsens kommen. Und es ist so, wie Herr Stoiber sagt, es ist sehr schwer im Moment. Die Gesellschaft ist gespalten. Es gibt diverse Tendenzen. Es ist nicht nur schwarz und weiß, es gibt sehr viele Grautöne und wir steuern in vielen Dingen mit Vollgas auf die Wand zu und das erschreckt mich ehrlich gesagt. Gerade auch in der Flüchtlingsfrage wird mir zu oft affektiv debattiert. Sie sagen, Frau Roth, abgesehen von den Einschränkungen, die Herr Schwendicke jetzt gebracht hat, hätte sie das auch auf dem Grünen Parteitag zu Applaus bringen können mit dieser Rede? Ich habe jetzt nur den Teil gesehen, aber dass sie sagt, es wird keine Obergrenze geben können, dass sie das tut, was eigentlich normal sein müsste.